Dieser boolsche Funktionsaufruf ist syntaktisch derart, dass hier wieder der boolsche Funktionsname steht, das heißt der Name einer definierten boolschen Funktion, Klammer auf, Klammer zu. Also identisch oder analog zum Aufruf eines Grundtestbefehls. Der Name, das ist hier der selbst eingeführte Name, den ich der boolschen Funktion gegeben habe, Klammer auf, Klammer zu. Und wo kann ich diese boolschen Funktionen aufrufen? Ja, das kann ich überall dort tun, wo auch boolsche Ausdrucke stehen können. Das Syntaxdiagramm boolscher Ausdruck wird entsprechend erweitert. Überall dort, wo jetzt Testbefehle stehen dürfen, dürfen nun auch, oder Testbefehle stehen können, dürfen nun auch boolsche Funktionsaufrufe stehen. Wird in einem solchen boolschen Ausdruck eine boolsche Funktion aufgerufen, passiert Folgendes. Das ist die Semantik. Es wird in den Funktionsrumpf gesprungen und die entsprechenden Anweisungen werden hintereinander ausgeführt. Irgendwann kommt man dann, das sagt ja die Zusatzbedingung, an eine boolsche Return-Anweisung. Der Wert dieser boolschen Return-Anweisung wird ermittelt und als Wert des Funktionsaufrufes geliefert. Dieser Wert kann dann genutzt werden, beispielsweise in if-Anweisungen, um bestimmte andere Anweisungen ausführen zu können oder nicht.